Hallo, hier ist Horst Steffen, der neue Trainer der Preußen. Ich freue mich auf die Aufgabe und ich freue mich auf euch. Horst Steffen, willkommen beim SC Preußen Münster. Sie haben am Heiligabend unterschrieben. Wie waren denn die Weihnachtstage im Hause, Steffen? Besinnlich, turbulent? Nein, das war natürlich turbulent. Mit dem Heiligabend fing es ja schon an, dass wir da noch einen Vertrag unterzeichnen. Das habe ich so noch nicht erlebt. Da waren wir eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt. Aber es war natürlich ein sehr erfreulicher Anlass, den Ablauf etwas zu verändern. Sie waren schon einige Male im Preußenstadion als Gästetrainer. Jetzt kehren Sie als Chefcoach der Preußen zurück. Was haben Sie denn mitgenommen oder was hängen geblieben? Ja, es waren jeweils recht torreiche Spiele hier mit den Stuttgarter Kickers und ich weiß, dass das Publikum zu begeistern ist. Ja, wenn das Spiel gut läuft, wenn Torschancen erspielt werden, wenn Tore fallen, dann ist das Publikum da und wir wollen versuchen, einen attraktiven Fußball zu spielen, damit die Leute auch gerne ins Stadion kommen. Auf was für einen Trainertypen dürfen sich die Preußen-Fans freuen und worauf freut sich Horst Steffen? Ja, welcher Trainertyp bin ich? Es ist immer schwierig, das wirklich zu sagen. Ich glaube, dass ich versuchen werde, der Mannschaft wieder ein Fußballspiel zu vermitteln, was viel Ballbesitz beinhaltet, was natürlich auch Gegenpressing beinhaltet. Dafür muss eine körperliche Basis da sein. Und das sind die Dinge, die ich im Trainingslager gerne anpacken würde und natürlich auch weiterführen möchte. Und die Fans, ja, ich glaube, dass ich relativ kommunikativ bin, dass ich schon auch den Zugang zu den Fans gerne haben möchte, weil ich einfach sage, das sind die Leute, die uns nach vorne peitschen sollen, in schwierigen Phasen unterstützen sollen. Dementsprechend bin ich natürlich auch sehr zugänglich unseren Fans gegenüber. Inwiefern haben Sie die Preußen in den letzten Wochen verfolgt oder haben Sie schon mit Spielern zusammengearbeitet in der Vergangenheit? Ich habe nur mit dem Jesse Weißenfeld zusammengearbeitet in der U19 von Borussia Mönchengladbach. Ansonsten habe ich mir einige Videos runtergeladen, ein paar Spiele mir angeguckt, um wirklich auch alle Spieler kennenzulernen. Ein paar, die ich nicht kenne, gucke ich mir nochmal besonders an. Alle anderen sind mir schon bekannt aus der dritten Liga. In wenigen Tagen steht der Jahreswechsel an. Was wünscht sich Horst Steffen für das Jahr 2016? Was wünscht er den Preußen-Fans? Also erstmal glaube ich, das ist schon ganz wichtig, dass alle gesund sind. Ja, das ist, glaube ich, das, was ich den Leuten wünsche. Ich glaube, es gibt in der Welt genügend Situationen, wo man noch ungern lebt. Dementsprechend ist es schon auch so, dass ich sage, Frieden auf der Welt finde ich auch nicht ganz unpraktisch. Für uns ist es so, dass ich sage, ich möchte eine gute Arbeit machen. Ich möchte den Leuten meinen Fußball vermitteln. Ich hoffe, dass die Mannschaft das und auch Mannschaft und Zuschauer das aufnehmen. Insofern wünsche ich uns allen eine gute gemeinsame Zeit, natürlich viele Erfolge und hoffe, dass wir richtig Spaß miteinander haben. Vielen Dank, Horst Steffen. Viel Erfolg dabei. Gerne.